lautlos öffnen sich die riesigen Tore der Halle. Ein Fernbomber modernster Bauart, ein Focke-Wulf-Kondor geleitet hinaus aufs Rollfeld. Die Soldaten des Bodenpersonals in ihren schwarzen Kombinationen betreuen ihn dort, richten alles her zum Start in der kommenden Nacht und machen ihn klar zum Flug gegen englische Schiffe. In großen Gleitzügen findet er sie weit draußen auf dem Atlantik, 1500 Kilometer und mehr westlich von Irland. Anflugzeiten von 7-8 Stunden sind da die Regel und darum ist es notwendig, ungewöhnlich große Treibstoffmengen mitzunehmen. Am Abend vor dem nächtlichen Start erhält der Kommandant des eingesetzten Flugzeugs die letzten Befehle von seinem Geschwaderkommodore. Lange, endlose Flugstunden. Weiteren langen Flugstunden, weit ab jeder Küste, endlich etwas anderes als Himmel, Wolken und Wasser, Rauchfahne neben Rauchfahne. Das Ziel ist erreicht, der gemeldete feindliche Geleitzug gefunden. Fertig machen zum Angriff. Bordwaffen klar. Bombenklappen auf.
Schiffe versenkt, zwei schwer getroffen, das ist das Ergebnis. Ein Ergebnis, auf das die Männer stolz sind. Wieder haben sie ihren Auftrag erfüllt und die ihnen gestellte Aufgabe mit großem Erfolg gelöst. Noch einmal jagen sie im Tiefflug über die Wracks und Trümmer der berstenden Schiffe hinweg. Dann trennen sie sich vom Gegner. Starten, wieder am Feindlein und wiederum aufräumen unter den Kähnen dort unten. Stunden später, schon im dämmernden Abend, erreicht der Konvoi seinen Stützpunkt. Wackelnd fliegt er über dem Heimathafen eine Runde, drückt knapp und setzt zur Landung an. Einsatz eines deutschen Fernbombers vom Baumuster Focke-Wulf Condor brachte dem Gegner einen empfindlichen Verlust von nicht wieder zu ersetzendem Schiffsraum und führte zur Vernichtung von fast 15.000 Bruttoregistertonnen. The Germans who made this picture said the story ended here. But they were wrong. This is only the beginning. Today, American production has replaced these losses and carried the fight to the enemy. When this picture may rightfully be ended, when the United Nations will strike the final blow, depends upon the workers in American factories as well as upon the fighters on every Allied front.